Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozer hier. Und heute zeige ich euch, wie ihr alles richtig macht mit dem neuen Gohan, mit unserem Dude Pilzkopf Gohan. Denn von Prinzip her ist eigentlich gleich wie Goku Jr. und Tech Bulma sein Event und wie man ihn von 0 auf 100% bringt. Und das eben werde ich euch ganz genau heute zeigen, Step by Step. Denn da gibt es wirklich einen Weg, den ihr so unbeschwert gehen könnt, ohne jegliche Fehler zu machen, was ihr einfach von 0 auf 100 easy ihn holen könnt. Aber zuvor gucken wir uns erstmal an, was kann dieser Dude überhaupt? Dieser Dude ist vom Strength-Type, er gibt Strength-Type-Charaktere durch sein Leader-Skill Key plus 2 auf HP und F 30% Dokkan Awake. Er macht Supreme Damage. Seine Passive ist ein bisschen interessant, er bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 12% pro Key, den er einsammelt. Zusätzlich bekommt er Key plus 1 und auf den Angriff weitere 5% pro Rainbow Key, den er einsammelt. Also, bisschen so L.A. Gohan-mäßig Passive mit Super Saiyan 3 Goku. Anyways, Link Skin ist The Saiyan Lineage All in the Family, Saiyan Warrior Race, Z-Fighter, Gates of Respect, The Innocence, Shattering the Limit und er ist in der Kategorie Hybrid, Saiyan und Namek-Saga, in der neuen Kategorie Namek-Saga. Die Sache bei dem Dude ist, er ist Free-to-Play, wirklich, so wie Goku Jr. und Tech Bulma und man kann ihm mit diesem Event, durch diese Stage, die wir uns gleich ansehen werden, von 0 auf 100% bringen auf SA 10. Komplett free to play und das werden wir uns jetzt genau anschauen, wie ihr das am besten macht. Zuvor gucken wir uns mal die Stage an. Es gibt 8 Stages, da könnt ihr alle mal die Stage komplett durchmachen, euch die Drankstones holen. Wichtige Stage ist am Anfang Stage 1, komme ich aber gleich drauf zu sprechen. Stage 7 wegen den Medaillen, denn ihr braucht 5 Medaillen von denen hier, um den Gohan hier zu awaken zu seinem TOR-Version, zum Transcendent Ultraware Pilzkopf Gohan. Und auf Stage 8, kennen wir von Goku Jr. und Bulma, könnt ihr dann seine Orbs sammeln. Wie viele Orbs ihr genau braucht von den S-Orbs, von den ganz kleinen Orbs, braucht man 6540, von den mittleren 3530 und von den großen, von den L-Orbs, 346, um ihn komplett auf 100% zu bringen. Und die könnt ihr euch eben hier erfarmen. Diese Stage werden wir uns nachher noch genauer anschauen. Aber ab jetzt, Leute, hört ganz genau zu, denn das, was ich jetzt sage, ist ganz, ganz wichtig. Von nun an, ab jetzt, werde ich euch sagen, wie ihr ihn Step by Step von 0 auf 100 bringt, quasi. Ihr geht einmal her, bitte. Macht die Stage 1 einmal auf Normal und einmal auf Z-Hard. Dann habt ihr 2 Gohans. Fertig. Dann macht ihr diese Stage nie wieder, Freunde, denn ihr erfarmt euch nicht aus dieser Stage diese Gohan. Wir holen uns weitere Gohan, die wir brauchen, aus den Missionen. Denn das ist der viel einfachere Weg, beziehungsweise der Weg, der vorgegeben ist. Denn, wenn wir jetzt mal herschauen, wenn wir jetzt mal zu mir gehen, ich habe jetzt auch diese beiden Gohans hier. Einmal habe ich, ja, den aus Normal bekommen, einmal den aus Zetat. Also ganz klar, 2 Gohans, nachdem ich Stage 1 auf beiden Schwierigkeitsstufen gemacht habe. Ihr nehmt einen Gohan her, zum Beispiel den hier, bringt ihn einmal auf Max Level und tut ihn awaken. Dann machen wir das erstmal so, Step by Step am besten, weil über die Missionen bekommen wir wirklich jeden Gohan, den wir brauchen. An der Stelle wirklich sehr niedliches Artwork, also sein Hintergrund. Grundschul-Gohan. Anyways, dann, wie gesagt, awaken wir ihn auf UR. So, boom. Warum machen wir das Ganze? Wie gesagt, durch die Mission bekommen wir weitere Gohan. Nämlich, jetzt gehen wir ins Hidden Potential System. Und an der Stelle, Leute, lasst den Gohan immer so, wie er ist. Also awake ihn noch nicht, bevor ihr diese Schritte nicht gemacht habt, die ich hier mache. Wir haben diesen Gohan auf UR. Was machen wir nun? Wir öffnen einen Pfad von ihm, einen Dupe. Denn wir haben schon einen Dupe, unseren zweiten Gohan. Dabei ist egal, welchen Pfad ihr zuerst öffnet, denn wir bekommen eh alle Gohan, um alles hier zu öffnen. So, wir gehen hin, nutzen ihn hier, öffnen seinen Pfad und was passiert? Boom, eine Mission erscheint. Ja. Wenn wir einen Pfad öffnen von diesem Gohan, bekommen wir einen weiteren Gohan. Und das ist vorerst mal die Kettenreaktion, die wir jetzt machen, um die weiteren 3 Pfade zu öffnen. Heißt, ich gehe einmal in die Missionen, hole mir diesen Gohan ab, den neuen, den wir bekommen haben, tue ihn wieder in seinen Pfad rein, bekomme wieder einen, tue ihn in den Pfad rein, bekomme wieder einen und so weiter und so fort. Vorerst diesen Step. Danach bekommen wir durch die Missionen noch weitere Gohan, je weiter wir ihn im Hidden Potential System bringen. Für 10% bekommen wir, für 20% und so weiter und so fort. Schauen wir uns gleich auch an. Genauer an. So, jetzt haben wir unseren zweiten Gohan. Wir nehmen ihn, gehen mit ihm zum Hidden Potential System wieder, öffnen einen weiteren Pfad
Boom. Zack. Jetzt. Und bekommen wieder einen weiteren Gohan. Kettenreaktion, Leute. Kettenreaktion. Das ist das Geile an der Mission. Das ist der Weg, der uns vorgegeben ist, den wir auch nutzen sollen. Das ist auch der logisch einfachste Weg, will ich mal sagen. Ihn direkt von 0 auf 100 zu bringen, 100%, SC10 und so weiter und so fort. Und ihr seht es. Nehmen uns den hier wieder. Gehen wieder rüber ins Hidden Potential System. Bomben seinen Typ raus. Boom. 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 An der Stelle, Leute, an der Stelle. Wir haben noch einen. Ihr seht es, wir bekommen noch einen. Wenn euch das Video bis jetzt schon gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr neu hier seid, lasst auf jeden Fall auch ein Abo da, damit ihr nichts verpasst und immer up to date seid. Würde mich auf jeden Fall freuen und reichlich unterstützen, wenn ihr das tut. Genau. Dann, sofern das Ganze lädt, holen wir uns den nächsten Gohan. Richtig. Ihr seht es. Es ist wirklich eine reine Kettenreaktion. Mehr muss man hier auch nicht machen. Wieder ins Hidden Potential rein, letzten Pfad öffnen und dann bekommen wir noch einen weiteren Gohan. So, ab dem Zeitpunkt, ab dem wir alle Pfade geöffnet haben, holen wir uns weitere Gohan durch die Missionen und nutzen ihn für seine SA, um die SA zu maxen. Wie bekommen wir weitere Gohans? Wenn wir, wie gesagt, ihm ein Hidden Potential System weiterbringen. Dazu werden wir uns aber gleich die letzte Stage anschauen, bevor ich da weitermache, denn da bekommt man die Orbs und dann zeige ich euch noch nach der Stage, wie ihr die weiteren Gohans bekommt. Also wir sehen uns gleich auf der Stage. So, an der Stelle sind wir schon auf der Stage. Das ist die allerletzte Stage, wie gesagt. Und diese Stage hat auch einen Aufbau. Nämlich, sieht folgendermaßen aus. Wir wissen ja, wir brauchen von den S-Orbs 6540, von den M-Orbs 3530 und von den L-Orbs 346. Wenn wir den ganz linken Pfad nehmen, hier bekommen wir nur S-Orbs. Im mittleren Pfad bekommen wir nur M-Orbs. Und ganz rechts bekommen wir nur L-Orbs. Hier ist dann letztendlich eure Entscheidung, auf was ihr zuerst geht. Ob ihr euch zuerst alle S-Orbs holt, dann M-Orbs, dann L-Orbs. Oder ob ihr es von euren Schrittzahlen zum Beispiel festmacht, wo hier hingeht. Ich gehe jetzt einfach mal straight geradeaus durch, hole uns die M-Orbs. Und ja, da ist es eben schlau, wenn man auf die Schrittzahl achtet quasi. Und achtet immer darauf, dass ihr so viel wie möglich eben mitnehmen könnt aus diesem Pfad. Denn mehr Möglichkeiten gibt es nicht, weitere Orbs hier zu bekommen, es sei denn, vom Gegner droppen welche, tun sie auch, oder wir sehen das hier. Das ist ab und zu geöffnet, dieser Pfad, bei uns gerade momentan leider nicht, aber wenn dieser Pfad offen ist, dann bekommt ihr weitere Orbs, weitere viel, viel mehr Orbs. Die ersten drei Felder sind dann S, die nächsten M und die anderen restlichen L-Orbs. Der ist leider zu, wie gesagt, aber der kann auch offen sein und ihr könnt euch da quasi dann auch weitere Orbs holen. Den Gegner, ihr müsst euch keine Sorgen machen, nehmt da am besten einfach irgendein Team, euer bestes Team momentan, was ihr gerade zur Verfügung habt und geht da einmal rein und ihr werdet auf jeden Fall keine Probleme haben. So. Jetzt. Genau. Also ganz wichtig auf der Stage ist zu beachten die Pfade, ja. Merkt euch das, ganz links sind S-Orbs, in der Mitte M, ganz rechts L-Orbs. Und unser Gegner droppt auch eine zufällige Anzahl an Orbs, irgendeine Größe und so sammelt ihr quasi eure Orbs. Gut, diese Orbs braucht ihr natürlich, um Hidden Potential System von dem Gohan weiterzubringen, ihn auf 100% zu bringen. Was wir jetzt quasi machen, wir haben erstmal diesen zwei Gohans geholt aus Stage 1, ist immer als Dupe verwendet, haben weiterhin zubekommen. Jetzt haben wir einen Gohan, dessen Dupe-Pfade alle offen sind. Nun holen wir uns weitere, um ihn von SE1 auf SE10 zu bringen. Und daher müsst ihr erstmal hier Orbs sammeln und dann könnt ihr ins Hidden Potential System rüber. Denn dann bekommen wir für jeden 10er Schritt fast weiteren Gohan. Heißt, was heißt jeden 10er Schritt? Ihr seht hier, hier seht 0%. Wenn wir ihn jetzt auf 10% bringen, ich bringe jetzt mal einfach random, ja, das ist halt JP, ne? Ihr seht es, wir können da einfach hochklicken und bekommen schon alles. Bring mal auf 10% so. Wenn ich jetzt auf 10% okay klicke, dann bekomme ich eine weitere Mission, einen weiteren Gohan. An der Stelle, wenn ihr mich fragt, was würdest du bei ihm gehen? Ich würde bei ihm auf Maximum Crit gehen. Das wäre, glaube ich, Level 20 Crit, weil bei den Charakteren ist es ein bisschen anders. Und den Rest auf Additional Attack. Ganz einfach, er macht Supreme Damage und braucht seine Orbs, um Schaden zu machen. Und wenn dann das der Fall ist oder halt nicht, soll er trotzdem durch den Crit einen verstärkten Schaden machen. Also klicken wir mal auf OK. Und dann werden wir gleich sehen, wir bekommen die nächste Mission. Boom. Und das ist dann quasi unser nächster Gohan, wenn wir in die Mission gehen. Also Leute, ihr seht schon, es ist wirklich eine reine Kettenreaktion. Diese weiteren Gohans, die wir jetzt bekommen, nutzen wir für die SA, ganz klar.
Und das werde ich auch noch kurz demonstrieren, damit ihr das auch mal gesehen habt. 1 zu 1, wie das funktioniert. Für diejenigen. So, hier sind die Gohan, die wir uns holen. Und wie gesagt, für jeden, ihr seht, das 10% steht oben dran. Für jeden 10er Schritt, fast jeden 10er Schritt. Bei 50 und 100, bei 50 gibt es eine Sand-O-Medaille. Bei 100% gibt es einen Elder Kai. Aber das, die Gohan, die wir bekommen, reichen schon. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich klicke hier mal so weit, wie es geht, mit meinen Orbs durch. Und an der Stelle nehmen wir Crit mit. Damit wir mal gucken, wie viele hier bekommen. Und die ich dann... Okay, siehst du, da habe ich schon keine Orbs mehr. Ja, da fehlen da schon die Orbs. Okay. Heißt... Ja. GG, füllen wir das einfach mal auf. Aber ihr seht schon. Deswegen, ihr müsst die letzte Stage immer machen, um von dort Orbs zu sammeln. Und dann könnt ihr ihn immer weiterbringen. Und so bekommt ihr weitere Gohans, so wie ich hier. Und könnt ihn dann die restlichen Gohan benutzen, um ihn von SC1 auf SC10 zu bringen, was wir auch letztendlich brauchen, um ihn auf 100% zu bringen. Gut, Leute, anyways, dann würde ich sagen, ich fasse das Ganze nochmal ganz kurz zusammen, was wir hier machen müssen, auf was ihr achten müsst. Nämlich, für unseren Grundschul-Gohan geht ihr her, kurz zusammengefasst, ist eine reine Kettenreaktion von den Missionen. Ihr macht erst Stage 1 auf Normal und Hard, oder sie hat, war das sie hat, glaube ich. Dann habt ihr zwei Gohan. Diese zwei Gohan behält ihr erstmal so. Dann tut ihr einen von den Gohan auf Ur bringen und mit dem anderen tut ihr den Pfad öffnen. Ihr bekommt einen weiteren Gohan. Nehmt ihn aus der Mission, tut einen weiteren Pfad öffnen, bekommt einen weiteren. Kettenreaktion. So öffnet ihr alle Pfade. Dann geht ihr her, holt euch die Orbs vom Gohan. Ich habe es vorgelesen, wie viel ihr braucht. Ihr könnt entweder alle auf einmal farmen oder Step by Step immer gehen, so wie ich zum Beispiel. Und für jeden 10er% Satz, den ihr im Hidden Potential euch holt, 10, 20, 30, 40 und so weiter und so fort, fast bei jedem, wie gesagt, bei 50 und 100 gibt es was anderes, bekommt ihr weitere Gohan, also insgesamt 8 Stück. Aber diese weiteren 8 reichen, um die SC auf 10 zu bringen. Sobald er auf SC 10 ist, sobald ihr ihn auf 100% gebracht habt, könnt ihr ihn dann Dokken wecken mit den 5 Medaillen, die ihr aus Stage 7 holt, und ihr habt dann euren 100% Pilzkopf Gohan. An der Stelle, Leute, ich hoffe, ich konnte alles rüberbringen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, lasst mich in den Kommentaren wissen. Das wäre es quasi zum Gohan, was ihr da alles drauf achten müsst, wie ihr es am besten macht, wie ihr alles richtig macht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.